Und damit moin moin hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Silent Hill Downpour hier auf The Nerd of Life with me and Dre. Ja, habt ihr mich nicht reinkommen sehen? Oder vielleicht auch doch, weiß man nicht. Oh Gott, wie unangenehm, ich lasse das jetzt so. Na, alles fit? Ich gehe mal davon aus, dass hier gerade niemand Neues zuschaut. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit Absicht nach einem Silent Hill Downpour Let's Play sucht und dann mehr oder weniger unabsichtlich auf diesen Kanal stößt. Deswegen denke ich, es sind nur Leute da, die mich schon kennen. Grüße gehen raus. Was? Ja, annehmen. Ja, ja, super. Und deswegen wundert ihr euch vielleicht auch nicht, wie was das jetzt gerade sollte. Okay, so, also Silent Hill Downpour, endlich, es ist soweit. Das ungeliebte Kind der Silent Hill Reihe. Wir gehen das letzte Silent Hill Spiel der Hauptreihe an. Es gibt ja noch Spin-Offs, die ich mir nicht weiter angucken werde, wie angekündigt schon. Wie immer gibt es ein bisschen was zu erzählen. Genau, Konami Digital Entertainment hat das Ganze gepublished. Entwickelt wurde das von Fatra Games. Das ist das tschechische Studio, bei dem ich dachte, dass es Origins gemacht haben könnte, aber nee, es hat dieses Spiel gemacht. Und wenn man auf die Wikipedia-Seite von Fatra Games geht, follow me. Ich follow dir mal. Wartet. Fatra Games, da, genau. Und dann guckt man, was die noch so gemacht haben. Dann sieht man Russian Attack, Expatriate, 2011. Come on, Murphy, stop screwing around. I don't have all day. Auch für Konami tatsächlich. Und dann 2012 haben sie Silent Hill Downpour gemacht. Und dann haben sie Insolvenz angemeldet. Hey, almost forgot. Schade. I left you a little present on the bench. Das ist aber nett von dir, have fun. My dude. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen der ungeliebte Teil, das ungeliebte Kind. I'm gonna let you in on a little secret. When you guys are running the showers, the steam fogs up the cameras so bad, we can't see anything that goes down in there. You get what I'm saying? I get what you're saying. Habe ich jetzt schon genug aufgedreht? Ich glaube ja. Downpour war damals mein erster intensiverer Kontakt mit Silent Hill. Wann kam das raus? 2012? Ja, 2012. Ich habe es damals platiniert. Was bedeutete, man musste es 5-mal durchspielen oder so? Ist halt auch schon 8 Jahre her, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Man musste ewig lange durchspielen, ewig häufig. Und es ging mir schon beim zweiten Durchgang auf den Sack. Das weiß ich noch. Guck mal, die Katze, die ist doch jetzt langweilig. Die interessiert uns nicht. Ja. Kannst nicht wegdrücken. Ja. I'm a sequestered prisoner. You're not supposed to be here. Guards? Officer Sewell, hello? Anyone? You don't recognize me, do you? What? No, I... Guards! Anybody? We used to be neighbors. Guards, open the goddamn door! Help somebody! This is a violation of my rights. Who the hell do you think you are? When I talk to the warden, I'm... No one's listening. Help! Jesus, help me! Ey, das Ding ist, auch wenn ich es jetzt schon, wie gesagt, zigmal durchgespielt habe, ich kann mich an so gut wie nichts mehr erinnern. Und ich habe es eben testweise natürlich schon mal wieder angespielt. Ich kann mich nicht erinnern, dass das so krass blutig war. Das ist echt übel. Wir kriegen gleich noch so ein paar heftigere, noch heftigere Splatter-Effekte. Help me! I need you!
Ein Scheißvieh. Das hab ich nicht auf. Wie er geht. Ich hätte jetzt die Tür aufmachen können, oder was? Das meine ich mit Splatter-Effekten, das ist ja nochmal ein bisschen toll. Ich hatte damals Spaß, das weiß ich noch. Abgesehen davon, dass man die Cutscenes nicht wegdrücken konnte, fand ich das Spiel recht gut. Im Nachhinein habe ich dann halt herausgefunden, dass es das mit Abstand am schlechtesten bewertetste Silent Hill der Reihe ist. Noch schlechter als Origins tatsächlich. Und seit ich diese Reihe, diese Let's Play-Serie gestartet habe, bin ich gespannt darauf. You know exactly why. Ob das immer noch so ist, ob ich damit immer noch Spaß haben werde. Oh, und ich habe vergessen, das Intro abzuspielen. Did I wake you, Pendleton? Nee, habe ich nicht. Come on, rise and shine, Cupcake, you know the drill. Rise and shine. Music by Daniel Licht. Wie spricht man das aus im Englischen? Keine Ahnung. Oder im Tschechischen. Yes, today's a big day, huh? Tell you the truth, I'm sort of sorry to see you go. Prisoner secure. Open 302B. Transfer. 302. Ja, warte mal. 302. 206 ist doch eigentlich immer die Zahl, oder nicht? Aber 302 ist auch irgendwie... 302 ist die... 302 ist der Raum aus dem vierten, ne? Aus The Room, ja. Unser Kollege aus dem vierten hat mich irgendwie an ihn hier erinnert. An Murphy. Im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr warum. Naja. Ja, also genau. Musik ist nicht mehr Akira Yamaoka. Im Intro hat man das ganz gut gehört. Das klang für mich eher wie... Fuck, was hatte ich vorhin gesagt? Korn oder so? Oder Slipknot oder irgendwie sowas? Das ist leider nicht... Das habe ich mal gehört vor 10 Jahren oder so, aber das noch länger. Vor 14 Jahren. Das ist leider eine Musikrichtung, mit der ich heute wenig anfangen kann. Beziehungsweise die ich nicht mehr aktiv höre, sagen wir mal so. Aber irgendwie so an Deep Bands hat mich das erinnert. Erst habe ich an Marilyn Manson gedacht. Aber nee, das kann nicht stimmen. Ich habe das Scheißvieh gerade erwischt. Scheißvieh, ich habe nie mehr. Der Marek, der Berker, der hat das Design geleadet. Das ist auch gut für ihn. Ja. Ja, ich kann leider gerade nicht rennen oder irgendwas. Das ist ein sehr, sehr, sehr träger Anfang. Der Herr Sila. Das war der Senior Producer. Ich mag das Cover, muss ich sagen. Ich habe hier das, das müsste die UK-Version sein. Kann man das erkennen? Nee, kann man nicht. Aber es ist ein ganz nettes Cover, finde ich. Oh, und wir hätten es in 3D spielen können, Leute. Also ich. Wow. Yes, this is it. Und ihr hättet dann wahrscheinlich nichts erkannt. No fond farewell? You gonna miss us? Not even a little. Give it a couple of days at Wayside Max. I bet you'll start to miss this place after all. Because we sure are gonna miss you. Move them out! Moving on! Der Sound ist merkwürdig. Eben gerade war das ein bisschen leise, finde ich. Dann fängt diese Cutscene an und es wird ein bisschen sehr laut. Keine Ahnung, was da los ist. Dass die Cutscenes ruckeln, finde ich merkwürdig. Aber das hast du ja häufig irgendwie. Das ist Jail Officer A. Cunningham. Nie gehört den Namen. Ist mir nur gerade aufgefallen, als ich es angespielt habe. Bis hierhin habe ich es angespielt. Aber sie scheint uns zu kennen. Und das finde ich krass, Alter. Hier so ein Happy Little Accident with a Triggerfinger. And everyone is going down the hill. All yours now, sugar. The Silent Hill. Let's get this done. Yeah, ma'am. Yeah. Hey, you heard the lady. All right. You heard the lady? Und hier habe ich aufgehört. Mount up. What we got here?
Pendleton. Get on the bus. Hatte er vor. Exakt das hatte er vor. Bis sie ihn mit ihren Matrix-Shades blockierte. Buckle up, get cozy. We got a long ride ahead of us. Choo-choo. Sehr breite Reifen, wahrscheinlich Zwillingsbereifung. Ich habe eine Theorie zu dem Typen, den wir am Anfang abgestochen haben. Die werde ich äußern, sobald die Musik ein wenig leiser geworden ist. Mr. M. Coons is driving the bus, you know? Hey, get him up. Tödlich Blick. Okay, vergesst meine Theorie. Das wird anscheinend nochmal erklärt, also werde ich da map, Wero? Tell me something, puta. That true what I heard about you? Did you really do it? Shut the hell up! Fuck you, Wero! I said lock it up, dammit! Salendil Downpour. Was heißt Downpour? Wollte ich googeln. Habe ich nicht gemacht. Mache ich jetzt. Habe Zeit. Erste Folge, einfach nur eine Katze angucken. Downpour. Platzregen. Alright. Wieder was gelernt. Ich habe einen ganz anderen Anfang in Erinnerung. In meiner Erinnerung wurde man am Anfang von irgendwas schwarzem Nebel. Okay. Think. Find the highway. Put some ground between yourself and the bus. Nebelartigen verfolgt. Eieiei. Gute alte PlayStation 3 Grafik. Das war eines der ersten Spiele, die ich mir damals für meine PS3 gekauft hatte. 2012. Oh, habt ihr euch auch nicht erschrocken? Ich auch nicht. Und ich habe gerade mal. Ich habe mich so ein bisschen gewundert. Ich hatte keine Speicherdaten mehr. Hi. Can anyone hear me? Nope. Und habe dann mal so meine ganzen Speicherdaten halt, die noch auf der Platte sind, durchgeguckt. Sie haben ja aber auch echt all the Jumpscares, ne? Krass. Und da sind so ein paar alter Spiele, habe ich. Das ist schon krass. Ich habe sie ja wirklich jetzt 9 Jahre, die PS3. Das war meine erste selbstgekaufte neue Konsole. This didn't happen in the accident. Weiß nicht. Ja, genau. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Aha, okay. Ich habe so exzessiv PS3 gespielt. Das ist immer noch der Original-Controller von der erste. Und ich kann, wenn ich nach vorne laufe, den Stick nicht rein. Doch, kann ich. Oh, doch. Too cold. Verstehe ich nicht so an.
Aber ich kann ihn nicht so reindrücken, dass man es hört. Das ist. Okay. Weil da der Stick ist vom. Ihr könnt es nicht sehen, oder? Vom nach vorne drücken und dabei bewegen. Wie soll man das nennen? Eingeritzt? Also wenn ich ihn nach vorne drücke quasi, kann ich nicht richtig runterdrücken. Eingekerbt, genau. Das ist krass, das ist echt übel. Der linke ist schlimmer als der rechte natürlich, weil der rechte meistens ja für die Kamera gedacht ist und man selten das nach vorne drückt. So. Aber das ist irgendwie cool. Eigentlich müsste ich den mal zur Seite legen, den Controller. Das ist... So. Weil das ist ja auch so ein bisschen Erinnerung, ne? This is crazy. Findest du? Kannst du bitte weitergehen? Das ist der erste Tod. Die Kreaturen sind nämlich viel tödlicher, wenn sie in Gruppen angreifen. Das ist grundsätzlich so. Okay. Ey, okay, es lädt sehr lange. Ich habe jetzt keinen wirklichen Indikator dafür gesehen, dass ich hätte weiter nach links mich bewegen sollen, aber okay. Alter, es lädt aber wirklich lange. Okay, ja, wir kriegen das hin, kein Problem. This is crazy. Jetzt drücke ich nach rechts. Ich drücke nach rechts. Und ich hätte nach links drücken sollen. Ach, ich muss crazy. Den linken Stick benutzen, nicht den rechten. Das erklärt, warum wir nicht reagieren. Leute, ich habe das Spiel verstanden. Wo ist mein Guide? Ich muss den Guide öffnen. Oh boy. Ich habe den Guide überflogen, beziehungsweise nicht den Guide, sondern die Seite silenthillmemories.net oder townmemories.net. Ich weiß es aber nicht. Ja, die haben immer auch so nettes Trivia und so und Extras und das alles. Das habe ich so ein bisschen überflogen und ich muss mal gleich gucken, ob ich die Sachen, ob wir die so finden, die ersten schon. That's far enough. Get your ass down on the ground now. Uiuiui. All the frames again. Hands where I can see them. Do it. Take it easy. I'm not going anywhere. I said on the ground now. Wie willst du denn jetzt darüber gehen, Cunningham? Mhm. I was just looking for help. And you just happened to lose your cuffs in the process? Save the bullshit. Die waren halt einfach ab. Ich würde das ja nicht machen, Mädchen. Man musste selber wissen, bist ja eine erwachsene Frau. This is stupid. I'll meet you back down at the bus, okay? You're gonna get yourself killed. Shut up. Keep your goddamn hands where I can see them. Ah! Shit! Pull me up. Ach was. Nö. If I pull you up, you're just gonna let me go? That the deal? I'm not asking, goddammit. Pull me up. I am not going back to prison. Help me. Sorry. Nö. Spiel mal das Arschloch. Komm. Spielen. Okay, so. Du wolltest hier irgendwo hochklettern, ne? Dann mach das mal. Gut, damit wären wir back on the road again. Wie kann man denn rennen? So nicht. So packt er die da hin. Ach so, okay. Jesus. Ah, so kann man rennen. R1, nice. So, das sind immer noch Sachen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Okay, danke. Ah ja.
Jetzt müsste eine der ersten Szenen kommen, an die ich mich erinnere. Oh, ich liebe diese alten Sounds, ne? Halt! Overlook. Irgendwas. Deiner Seilbahnstation. Schade, ich hatte ein bisschen gehofft, er nimmt das mit, dass das jetzt unser Indikator wird, wenn die Viecher angreifen. Hund gesehen! Weil man kann irgendwie, konnte man noch suchen. Warte, hier so. Ha. Vermisst seit Dienstag, 12. Juli. Hör auf den Namen Carl. Aber Carl! Informationen, die zur Auffindung meines Hundes führen, werden mit $500 belohnt. Rufen Sie jederzeit an. Tot oder lebendig. Okay. Sieht aus wie ein böses Pikachu. Pikachu! Okay, da blinkt was. Das wollte ich eigentlich noch wieder ausschalten. Ich weiß nicht, warum das übernommen wurde. Oh nein, ist das eine Waffe? Oh shit, das ist ein Stein oder sowas. Hier liegen noch mehr Steine. Okay, das heißt, mit denen kann ich irgendwas machen. So, wir müssen ja ganz offensichtlich hier durch. I could break the spot with the right tool. Ja, und im Zweifel ist ein Rock the right tool. Wieso soll ich ihn jetzt den Rahmen abwerfen? Das ist nicht nice, Murphy. Mir hat ja mal ein Rabe. Oder war es die Krähe? Ah, guck, das ist die Szene, an die ich mich erinnere. Der Rollstuhl. Auf dem Dach, bei dem sich das Rad dreht. Ein ganz kleines bisschen ein Recall. Ja, aber auf jeden Fall hat mir in so einem Wildpark war das. Ach, guck, das Walkie-Talkie, nice. Ja, halt ein Rabe oder eine Krähe. Was ist das Größere von beiden? Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die Raben sind größer, ne? Nach meinem Finger geschnappt. Ich hab da so in den Käfig, wollte ich den füttern und dann klapp. Deswegen habe ich heute auch nur noch... Wartet. Ne? So. Ja, ihr lacht. Ich war traumatisiert. Guck mal, August. Oh, August schon wieder. Ich habe in den Extras gelesen, dass das irgendeine Anspielung auf irgendwas ist. Ein bisschen schade. Hätte auch... Weil wir haben... Jetzt, wo ich es aufnehme, haben wir noch August, ja. Naja. Und eine neue Waffe. Okay. Und nun? Ich dachte, wir würden hier irgendwohin weiterkommen, aber... Achso, da. Doch, dort. Dort gehen wir weiter, alles klar. Rennen wir, Murphy. Danke. Gut. Einfach kollabiert. Gut, ja, dieser Rollstuhl war die eine Sache, an die ich mich erinnere. Seilbahn Devil's Pit. Gratis Fahrschein für Kinder, die unser Spiel gewinnen. Ein unterirdisches Naturwunder voller Mythen und Legenden. Zugang für Rollstuhlfahrer. Haha. Ja. So, Waffen werfen, kriege ich hier direkt wieder Origins-Flashbacks, ne? Und das sind nicht die besten Flashbacks, die man haben kann. Oh shit, und wir können echt verschiedene... Okay. Kann ich die wegstecken? Dann gehen die wahrscheinlich auch wieder kaputt, ne? Guck mal, hier ist der Rollstuhl vermutlich runtergefahren. Vermutlich. Ich finde es ganz interessant, dass sie die Plakate und so übersetzt haben.
Oh, genau. Und das hatte ich ja in Shattered Memories schon angesprochen. These game tokens look ancient. Mit den Türen. Was kannst du hier aufheben? Was ist hier? Wo willst du da was aufheben? Dieses Holzdingen da? Nee. Die Wrench ist doch stärker als ein Holzdingen, oder was? Power's out. Okay. Free tram ticket. So where the hell's the machine? Where the hell? So far, so good. Jetzt brauchen wir aber dann noch ein Ticket, oder was? This must be the ticket machine. Need a ticket. Okay, also ich muss jetzt mit dem Spielautomaten irgendwo. Guck mal, das hätte ein Jumpscare sein können. Wäre ich da jetzt langsam durch die Tür gegangen, wie ich es in Shattered Memories angesprochen hatte, dass man da ja so langsam durchgehen kann und dass dadurch irgendwelche krassen Jumpscares entstehen können, hätten mich diese Raben oder Krähen oder whatever the fuck that is, scaren können. Haben sie aber nicht. Na gut. Hier blinken schon wieder Steine. Okay. Hier müsste jetzt eigentlich gleich was passieren. Okay. Wow. Look at that. An old 52. Flathead V8. No doubt about it. Wicked old beast, ain't she? What? I said she's a wicked old beast. Me, I'm partial to something with a little less rust. But to each his own. Look, I don't want any trouble. Just point the way out of town, and I'll keep right on going. Now who said anything about trouble? Just trying to be helpful, son. Name's Howard, by the way. Ja, in diesen Zeiten schüttelt man keine Hände, Howard. Heading to prison, are you Murphy? Just looking for a way out of town, is all. That's so. Afraid all the roads are out, every last one of them. Strangest thing. What the? Something wrong, son? Did you see it? Up there in the window. Hmm? Never mind. I suppose if you're really desperate, you could try the old sky tram. Hab ich. Of course, it hasn't really been kept up since the accident. I'll take my chances. That's the spirit. Well, this mail ain't gonna deliver itself. Good luck, Murphy. Hope you find whatever it is you're looking for. Freedom, Howard. Freedom is... Hey, what's the name of this what place? What I'm looking for. Howard is spooky. So, ich wechsle meine Kleidung. Mal gucken, vielleicht mache ich das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn du neu bist auf diesem Kanal und bis hierhin durchgehalten haben solltest, lass doch ein Abo da, würde mich sehr freuen. Wenn du alt bist und bis hierhin durchgehalten hast, lass doch ein Like da, auch wenn du neu bist. Dann ist in der erste Link in der Videobeschreibung ist die Playlist zu diesem Let's Play. Jeden Tag eine neue Folge um 20 Uhr. Dann ist der zweite Link zu meiner Amazon-Wunschliste, egal. Was gibt's noch zu sagen? The Nerd Army of Life ist ein Gemeinschaftskanal von mir und dem Digi-Held. Ich habe bis hierhin jedes einzelne Silent Hill Let's Played.
Das findest du auch alles auf der Hauptstadtseite von unserem Kanal. Und ich habe noch eine ganze Menge anderen alten Kram gezockt. Und ich habe noch vor, noch so viel mehr zu zocken. Ja, danke fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich freuen. Wieder schon reingehauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, und wenn irgendwas mit dem Ton nicht stimmt, wie immer, in der nächsten Folge ist es gefixt. Weißt du Bescheid? Adele. Nee. Setz the Spirit.